zeige euch heute die Reste von meiner Erbsensuppe. Ich fand die sehr, sehr lecker. Wir haben hier leider keine Kartoffeln mehr da gehabt, weil die waren irgendwie unverschämt teuer im Supermarkt und haben wir die nicht gekauft. Ja, aber kann man natürlich auch ohne Kohlenhydrate essen. Wir hatten eine Scheibe Brot dazu. Das gleicht es dann auch wieder aus, ne? Ja, hier trocknet alles, was wir fleißig gesammelt haben. Wir haben hier Muttikraut, Blüten, Lungenkraut, Muskateller, Salbei und Mohn. Und das ganz kleine Schwarze neben dem Mohn, das ist die kleine Braunelle. Und das ist der Rest Paniermehl vom frisch gebackenen Brötchen. Die haben nämlich noch Buletten gemacht, die wurden sich gewünscht. Und ja, also gerade ein Brot gebacken. Das ist super fluffig. Ja, ich habe hier schon ein Gläschen angefangen mit dem Muskateller-Salbei. Ich glaube, das mit Stopfen vielleicht. Aber ja, wenn nicht, muss ich noch mal ein größeres Glas nehmen. Wir warten auf die Post. Und dann zeige ich euch den Haul. Denn Pflanzmilch hat jetzt versendet. Eins Buschklee. Ne? Ist leider nicht lieferbar. Und da soll innerhalb von 2 Wochen das zurückkommen auf mein Konto. Ich habe PayPal bezahlt, das war ganz praktisch. Müssen wir mal abwarten. Und dann wollten Osok und ich noch gleich los. Und zwar mit dem neuen Audi. Ja, das habt ihr auf Osoks Kanal gesehen, warum das jetzt momentan unser kleiner süßer Mini-Flitzer ist. Ja, aber wir hatten letztes Mal auch so einen kleinen Leihwagen. Und der kam auch trotzdem ganz gut die Berge hoch und runter. Ja, also der packt auch weit genug hinten, ne? Im Pool ist ein bisschen mehr Wasser drinne. Nicht, dass wir hier den Leihwagen zerstören, das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, also ich habe gesehen in der Sendungsverfolgung, deswegen habe ich auch extra hier ein Messer mit rausgetragen. Müsste die Postbotin, wir sind 3 Stationen noch, ne? Ja, kam über Stressberg und hat jetzt in Felde 2 ausgeliefert. Und 3 macht sie jetzt noch. Und dann sind wir dran, ne? Und ich bin mir nicht so genau sicher, wie groß das Paket sein wird. Deswegen, ja. Leider, also heute ist Mittwoch und unser Baggermann kommt Freitag oder am Wochenende, also Samstag, weil Sonntag arbeitet er ja nicht, wegen den Nachbarn. Ist ja klar. Ja, das heißt, ich werde die Pflanzen so gut es geht auspacken, wässern und gucken, dass sie die Lieferung gut überstanden haben. Wir gucken uns die gemeinsam an. Könnt ihr auch sehen, dann, was ich bestellt habe. Und wir können es halt noch nicht einbuddeln, weil das macht keinen Sinn. Dann kann der LKW-Mann halt nicht mehr hin und her fahren, wenn ich die Pflanzen einbuddle. Ne? Das funktioniert halt nicht. Es ist halt eine Bestellung, soweit ich jetzt informiert bin. Und nicht alles. Deswegen ist es noch nicht so schlimm. Aber ich meine, wir haben auch eh Platz ohne Ende. Das ist kein Problem, das erstmal in die Ecke zu stellen. Aber ich habe gedacht, dass meine Planung wäre so gewesen, dass der Baggermann natürlich fertig ist, bevor meine Pflanzen kommen. Ja, aber jetzt ist es nun anders. So, dann habe ich euch auf Instagram schon mitgenommen. Und zwar gibt es beim Acker Garten. Ich schaue nochmal, dann blende ich euch das ein. Da gibt es gerade 50% auf alles. Und zusätzlich gibt es einen 10% Rabattgutschein, wenn man sich zum Newsletter anmeldet. Und das fand ich jetzt ganz gut. Da habe ich jetzt nochmal für 150 € bestellt. Und auf 150 ist der Versand auch gratis. Ansonsten hätte der 96 gekostet hier nach Siebtenfelde. Es kommt drauf an, wo man halt wohnt. Da setze ich das der Versand dann nochmal so zusammen. Ja, und ich habe ganz, ganz viele Beeren nochmal bestellt. Also nicht nochmal, sondern zusätzliche Sorten, um einfach die Erntesaison zu verlängern. Und zwar habe ich nämlich eine Herbsthimbeere gehabt schon bei Pflanzmilch. Und jetzt habe ich noch eine frühe Himbeere dazu genommen und eine schwarze Himbeere. Fand ich ganz interessant auf jeden Fall. Und ja, halt so ergänzende Sachen, dass man halt immer eine frühe Sorte hat und eine späte Sorte. Außerdem, Kaki muss ich noch bestellen. Aber ich habe jetzt auch Goldkiwi mit Bestäuberkiwi bestellt. Und diese kleinen Mini-Kiwis, diese Kiwibären, die so verdammt teuer sind, aber auch lecker sind. Ja. Und da habe ich heute auf jeden Fall auch schon die Bestätigung bekommen. Das konnte ich auch mit PayPal zahlen. Das ist ganz gut. Haben die das Geld auch schon erhalten und die Bestellung bestätigt. Aber das habe ich heute erst gemacht halt. Ja.
Da freue ich mich, weil ich hatte ja schon 100 Euro, also fast genau 100 Euro bei Baldurgarten bestellt. Bei Pflanzmilch war ich bei Paaren 300 Euro, beziehungsweise 15,99 kriege ich jetzt wieder, weil der Buschklee nicht lieferbar ist. Und 150 jetzt bei dem Ackermann. Und ja, also ich habe natürlich immer kleine Sachen bestellt, weil die wachsen ja von alleine. Und für die Menge an Pflanzen könnte man die in super groß auch nicht ordern. Das kann man einfach nicht bezahlen. Also könnte man natürlich schon, ist aber, also wollen wir einfach nicht bezahlen. Deswegen habe ich von überall immer nur ein Stück genommen. Und wenn wir dann mehrere Pflanzen davon haben möchten, muss man das halt über Ableger oder Stecklinge oder Samen halt irgendwie selber ziehen. Ja, und wir haben ein großes Grundstück. Achso, einen schwarzen Holunder habe ich zum Beispiel nochmal bestellt, weil das ist bestimmt ein wilder Holunder. Und davon haben wir zwei Stück im Garten. Der eine blüht nicht so schön, also der ist hier viel, viel ergiebiger. Aber wir haben so einen schwarzen Kulturholunder, der ist doppelt so ertragreich. Fand ich ganz cool. Ja, und dann natürlich ein paar Vogelholzhecken, ökologisch wertvolle einheimische Pflanzen habe ich bestellt. Also ich hoffe, ich habe eine ganz gute Mischung halt hinbekommen zwischen auch neue Sorten, die hochgezüchtet sind, wie stachellose Weintrauben, nee, kernlose Weintrauben und stachellose Stachelbeeren, aber auch einheimische, ökologisch wertvolle Hölzer. Ich hoffe, dass ich da so einen ganz guten Mittelweg einfach gefunden habe zwischen allen. Ja, also ich sage euch das, ne? Nur, dass ihr euch irgendwie so ein Bild machen könnt, hey, was kostet es so, den Garten zu bepflanzen? Das 20-fache, wenn man große Pflanzen kauft. Und natürlich, dieses Jahr werden wir natürlich nicht so viel ernten, aber ab nächsten Jahr geht es ja los. Das heißt, wir sparen ja dann im Wocheneinkauf. Wenn wir unser eigenes Obst und Gemüse ernten können, dann sparen wir ja im Nachhinein. Und ich denke, dass es auf jeden Fall eine ganz sinnvolle Investition soweit ist. Ne? Auch noch nicht. Auch noch nicht. Ja, wir müssen uns noch kurz gedulden. Die drei Stationen, die zieht sich halt hin, bis die Postbotin kommt. Einen leichten Karton. Das ist doch gut, dass das meiste nicht heute kommt. Und wir gucken trotzdem mal rein, was hier für ein Pflänzchen sich drin verbirgt. Humulus lupulus ist das. 40 bis 60 cm. Ich nehme gerade ein Video auf. So, ein Pflänzchen heute angekommen. Wir gucken, wie das hier ankommt. Ich dachte, es wäre die große Bestellung. 40 bis 60 cm. Naja, ich lege jetzt mal nicht den Zollstock an. Wurzeln sehen auf jeden Fall gut aus. Hier ist noch ein bisschen Beiwuchs. Ja. Sieht ganz, ganz hübsch aus. Ich würde sagen, ich wässere das jetzt erstmal. Und das ist trocken. Glück gehabt, dass halt nur eine angekommen ist. Dann mal schauen, was morgen alles geliefert wird.
Und bei Ikea habe ich auch bestellt, das müsste jetzt auch die Tage ankommen, gab es auch ein gutes Angebot. Also ich habe das auch mit dem Ackergarten auf Instagram geteilt, ne? Und das mit Ikea habe ich auch geteilt, wenn ich irgendwo sehe, dass man ein Schnäppchen machen kann, falls es euch interessiert. Es gab auch EM Campus-Tüten Friends, ohne dass man was dazu ordern musste, konnte man das bestellen. Ich habe auch auf Instagram geteilt, also gibt es aktuell EM-Tüten. Ne? Ja. Da ist ja der Wert der Produkte übersteigt auf jeden Fall das Porto. Deswegen, das ist immer ein ganz guter Deal eigentlich, wenn man nicht so wählerisch ist, was das Essen angeht. Teile ich immer alles auf Instagram, da seid ihr ein bisschen näher informiert. Ja, niedlich. Also, ich finde, die macht schon einen guten Eindruck, ne? Ich fürchte, nach meiner Bestellorgie habe ich wieder richtig, richtig viel Verpackungsmaterial zum Verschicken übrig. Ja, aber dafür haben wir ja den extra Raum, ja, dass wir das alles, sowas, alles lagern können auch. Ja, also wir sitzen jetzt im Auto und wir wollten noch kurz nach Quedlinburg. Das Auto muss abgegeben werden, dann wollten wir noch kurz einkaufen. Wir haben noch eine kleine Liste Ja, genau. bekommen von unserem Iggy. Und wir kommen hier aber nicht weiter, weil hier ist Rock am Harz. Rockhart. Hier sind etwa 30.000 Menschen alle mit Auto angereist und das ist wirklich amazing. Wir wurden ja schon vorgewarnt auf Instagram, also vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt mussten wir aber doch hier lang, weil die andere Spur nach Richtung nach Quedlinburg war gesperrt. Ansonsten hätten wir über Thale fahren müssen. Ja, das ist komplett. Also hier ist richtig wild. Wir sind eben mit Warnblinkern schon dran vorbeigefahren, aber jetzt hier ist der zweite Parkplatzabteil. Ja, und da stehen so viele. Ja, jetzt stehen Ich hier alle. Wir weiß wollen nicht. nur kurz vorbei, so, aber Ja, ja. es ist schon sehr wild. Jetzt sind nur noch drei Autos vor uns und dann müsste das eigentlich nur noch Stau auf der Gegenseite sein. Genau, dann können wir, glaube ich, ja durchfahren. Aber die, die hier sind, die sehen halt alle richtig gut aus. Ne? Die haben Ja. sich alle so rausgeputzt. Die sind alle Leute Alles sehen so richtig rockig aus. Ja, Metal-Leute. das gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Optisch finde ich das schon cool, dass sie Ja. sich so viel Mühe gegeben haben. Jetzt geht's hier weiter. Ja, ich möchte gerne Ja. weiterfahren. Brockharz Open Air Tagesparker 2030. Gästeparkplatz. Den haben sie neu aufgemacht. Ja. Schnell mal noch das Feld hier Herr, mäht. bitte Platz lassen, bitte Platz lassen. Ich möchte hier durch. So, danke schön, danke schön. Langsamer, sagt er dir. Ja, okay. Der will da rein. Ah, oh, der hat auch Oh Wadenlicker. nein, Ich komme einfach Wadenwinkel! vorne. Oh Gott. Und jetzt ist auf der anderen Seite noch Stau des Jahrtausends. Ja, aber wir wollen ja Gott sei Dank hier. Aber zurückfahren wir über Thale, ne? Ja, das ist ein Kerstinger. Der rote. Oh. Ja. Das ist das Sportmodell. Weil hier möchte ich mich wirklich ungern reinstellen, ganz Nee, ehrlich. wir fahren auf der Rückfahrt. Ja. Fahren wir über Bad Suderode, fahren wir dann. Alle sehen rockig aus, das ist echt cool. Achtung, hier ist Warnblinker. Es ist Hinter uns fährt auch einer mit Gelblicht. oh, der kommt aber verdächtig nah. Ja, aber ich fahre jetzt auch nicht so schnell hier. Oder soll ich schneller fahren? Weiß ich nicht, Weiß ich ob nicht. der dich drängelt, weil der blinkt so. Ja, ich weiß aber nicht, was er macht. Aber wenn du anhalten solltest, dann Nee, ich hoffe steht da nicht. was drauf? Nee, da steht nichts drauf. Er blinkert einfach nur. Ich hoffe, dass der Mann von vorne von der Straße runter geht. Ja. Also kilometerlang Stau, die Leute, die müssen hier noch ein bisschen warten, ehe sie zu ihrem Parkplatz kommen. Die Das ersten staute Tage sich. war es schlimmer, aber es staute sich bis zur Autobahnauffahrt. Ja. Das ist noch 30, nee, von hier nicht mehr 30 Minuten, 10 Nee, Minuten, ne? 10 Minuten von hier aus bis zur Ja, Autobahn, es sei aber denn, man steht trotzdem. im Stau, der natürlich nicht. Boah, wie viel hier noch ist, Boah, ey. die armen Menschen. Ja, und Halleluja. die haben alle richtig Bock auf Rock am Harz und kann ich voll nachvollziehen. Und super viele mit Camper und Caravan, die pennen einfach alle auf dem Parkplatz. Die haben sich das da eigentlich häuslich eingerichtet. Ja, bis Echt zum richtig. Wochenende. Jetzt 4 Tage Ja. Event. Das ist krass. Ja, das ist das größte Rockfestival Deutschlands, habe ich gehört. Cool. Hier in unserer Nachbarcity. In unserer Hut. Ich muss auch noch tanken. Und der Kia Picanto ist das, glaube ich, wo wir hier drinnen sitzen. Also auch ein Kia. Der tankt E10, steht auf dem Deckel drauf. Für ganz Doofe. Ja, wir tanken den jetzt noch einmal voll. Und dann geben wir den gleich ab und dann kriegen wir unser Auto wieder. Es könnte sein, dass die Rechnung vierstellig ist. Ja,
Aber das seht ihr alles in Ozogs Vlog. Und wir sind ja schon in Quedlinburg und wir haben das Auto hier in Quedlinburg ausgeliehen. Also jetzt noch einmal so viel auftanken, wie wir es halt auch abgeholt haben. Und dann können wir tauschen. Und mir ist wieder schlecht geworden. Das riecht noch so richtig nach neuem Auto. Ich weiß gar nicht, ob man das erklären kann. Alle sagen immer so, man riecht es gar nicht. Ich finde, man riecht es sehr extrem und mir wird schlecht davon. Hast du schon bezahlt? Das ja. Das Ding. Hast du hier bezahlt? Bist du reingelaufen? Nein, ich bin reingelaufen und habe bezahlt. 11,50 nur. 6,4 Liter. Genau, weil... Bist du ja nur nach Sittenfelde gefahren und wieder zurück? Ja, der verbraucht 5,4 auf 100 Kilometer. Das ist ja gar nichts, ne? Genau, wir sind ja ungefähr 100 Kilometer gefahren, hin und zurück zweimal. Sage ich jetzt mal. Ach so, ja. Da sind ja 20, 25 Kilometer, sage ich jetzt mal, ja, hin und zurück zum Arbeit und hier nach Quedlinburg und so sind ja 30 Kilometer. Ja. In deinem Blog geht es jetzt hier weiter mit einem fertigen Auto, was wir abgeholt haben. Ja, wir haben hier den Schniepel jetzt dran, ne? Du zeigst den Zuschauern deinen Schniepel sozusagen. Genau. Aber erfahrt ihr alles bei Ozog? Im Detail. Auf seinem Kanal im Detail, wenn euch das Autozeug interessiert. Wir waren bei Kaufland. Und wir waren einkaufen für knapp 30 Euro, unter 30 Euro. Und jetzt habe ich hier eine San Pellegrino Flasche. Leute, das Wasser vom San Pellegrino, so lecker. Einfach so lecker. Ja, und jetzt hier Strulle. Lösesteuern der ehemaligen Eisensteingrube Castro de Pollux. Ja. Das sieht doch gut aus. Das ist sozusagen Heilwasser und das kann man hier trinken. Und du hattest gesagt, die andere Frau, die hatte dort auch gepackt und die haben vier Kästen haben sie voll gemacht. Ich glaub, die standen aber hier auf der Straße. Die standen einfach sogar hier davor. Die hatten vier ganze Kästen bei und haben hier das Wasser abgefüllt. Und das ist Heilwasser. Jetzt verwundert mich, dass das hier nicht steht, dass es trinkbar ist. Aber ich glaube, das muss auch nicht da stehen. Ich denke auch nicht. Und ich habe hier extra eine Glasflasche. Und wir füllen jetzt die Strulle ab. Gucken wir mal. Also hier steht Strulle, ja. So. Komm, sieht man das so? Nee, gar nicht. Ach so. Hier. Ja, so auch. Ich hoffe, das ist gut. So. Taste-Test. Ja, ob die. Da steht wirklich Strulle. Ja, ob die Strulle schmeckt. Oh, sehr. Steinig, mineralisch. Voll gemacht. So. Kann man das trinken? Ja klar. Ja, ja. Schmeckt nach Wasser, würde ich sagen. Sehr gut. Dann habe ich hier die Flasche voll gemacht. Das ist schon was. Dein ist schon voll, ja? Ja, das ging ganz schnell. Das ging ja echt fix. Ja. Fertig. Voll. Ja. Aber ist ein Jens schon noch dunkel drauf, ne? Das läuft da einfach raus. Finde ich gut. So. Strulle. Haben wir fertig gemacht. Strulle trinken ist, glaube ich, kein guter Titel. Ich glaube, ich finde das ganz lustig eigentlich. Ja. Ja. Kann sich sehen lassen. Haben wir zwei Flaschen aber gefüllt. Also Wasserlösestollen. Ich weiß es nicht. Sind wir auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Na, vielleicht haben wir uns jetzt auch vergiftet. Ich glaube, Heidi hat gesagt, Quellen kann man trinken. Also hier vom Almöli. Ach so, das ist sehr gut. Dann haben wir das auch geschafft. Ich bin begeistert. Ja, okay. Nehmen Sie mal die Kamera, bitte. Ich muss hier, und wir müssen das hinten reinmachen ins Auto, damit das in der Kiste drin ist. So, schaut mal, wir haben noch zwei Bananenkisten gemopst von Kaufland. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Paul seht ihr natürlich auf Colinas Küche. Und wir fahren jetzt erstmal zum Iggy zurück. Der freut sich nämlich auf seinen Börek, habe ich gehört. Genau. Das, ich hatte auch einen Börek. Von Kaufland. Ja, von Kaufland. Die sind gar nicht so schlecht. Ne? Also, ich mochte das jetzt sehr gerne, so als kleinen so Börek Snack. Mit, was hattest du mit Weißkäse? Nee, du hattest mit Spinat, hattest du. Ich hatte mit Spinat, ja. Und tatsächlich habe ich auch Blätterteig und Feta eingepackt, dass ich das im großen Stil, nachbacken kann. Ja. Habe ich Lust drauf. Ja. Wir haben übrigens noch Spinat tiefgefroren, unten im unteren Kühlschrank, habe ich gesehen. Da könnt ihr auch Spinat und Käse zusammen da reinmachen. Dann ist das gedoppelt, weil in dem einen ist nur Käse drin und in dem anderen nur Spinat. Das heißt, es ist dann die doppelte Ladung. Nom, nom, nom. Ist das klug? Wir werden mal gucken, was wir mit der Anziehung kriegen.
So, der Food Hall ist abgedreht. Ja, das hat sehr viel Freude bereitet. Und jetzt hat mich der Ossock darum gebeten, dass ich sein Brot mit der Schneidemaschine schneide, damit es perfekte Scheiben sind und einfriere. Genau, damit es nicht hart wird, ne? Damit es immer super lecker ist, wenn man es isst. Und dann kann man es einmal in den Toaster stecken, dann ist es wie normales frisches Brot. Und wenn man es zweimal in den Toaster steckt, dann hat man wirklich getoastetes Brot dann auch. Ja, es macht sich, also wie gesagt, sehr, sehr gut, wem immer Brot schimmelig wird, ne? Einfach in TK damit. Also wir haben damit wirklich seit Jahren jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und feiern diese Art und Weise auf jeden Fall von nicht mehr Brot wegwerfen. Und ich habe hier die Buletten gemacht und Paniermehl genommen, selbstgemachtes Paniermehl, weil ich hatte einmal die Brötchen zu lang im Ofen und dann waren die hart und man musste die nass machen, kannst du nochmal aufbacken, dann sind sie essbar. Aber wir haben uns entschieden, das einzufrieren und Paniermehl draus zu machen. Und das trocknet jetzt nochmal. Und wenn es komplett trocken ist, dann kann man es natürlich auch in ein Glas füllen. Und die andere Hälfte von dem Brötchen ist schon in den Buletten drin. Ne? Das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch für eine Verwendung für altes Brot, dass man zum Beispiel Fleisch paniert oder das in Bulettenmasse oder irgendwo mit reinmacht. Ne? Also in ein Gericht, wo es passt auf jeden Fall. Ja, so, ich werde das jetzt erstmal machen.